Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch ab jetzt in Vlogs mitnehmen, wo ich euch auch meine Gefühle zeige und wo es darum geht, was ich erlebe, aber authentisch. Die positiven wie die negativen Sachen. Gestern war ich beim CSD. Ich habe mich total darauf gefreut und so, aber als ich da war, ging es mir irgendwie nicht so super gut. Ich habe mich irgendwie ein bisschen einsam gefühlt unter dieser großen Menschenmasse. Und irgendwie nicht so geliebt aus irgendeinem Grund, was ja halt nicht so schön war, und dann habe ich nicht so sehr genossen. Ich habe euch aber mit ein paar Impressionen mitgenommen, wie es so war. Jetzt frühstücke ich erstmal, zeige ich euch. Frühstücke ich jeden Morgen eigentlich ein Müsli mit Haferflocken. Ich habe nur leider kein Obst. Normalerweise mache ich tiefgefrorenes Obst kurz in die Mikrowelle, was ich dazu tue. Heute pur. Ich habe so einen coolen Computer, wo ich immer so Sticker draufklebe. Und gestern habe ich diesen Sticker gefangen. Den werde ich jetzt hier draufkleben. Ich habe echt voll den coolen Computer mit so ganz vielen verschiedenen Stickers. Das finde ich echt toll. Ich habe jetzt Urlaub. Und ich möchte mir immer so To-Do-Listen machen. Ich möchte ja mein Leben produktiver machen und meine Zeit besser nutzen. Ihr habt ja bestimmt mein letztes Zeitmanagement-Video gesehen. Dann wisst ihr ja schon, dass ich da viel Wert auf so Produktivität und trotzdem aber irgendwie noch Freiheit und glücklich sein lege. Und da versuche, das wirklich meine Ziele zu erreichen und meine Träume zu erreichen. Und deswegen nehme ich euch heute mit und zeige euch, wie ich meine To-Do-Liste schreibe. Und ihr werdet auch sehen, ob ich sie erreiche oder nicht. Und die Idee, euch immer mitzunehmen in mein Leben, hatte ich von Emily in Paris. Das ist so ein Film, so eine Netflix-Serie, wo so eine Frau immer ihre Follower mitnimmt auf Instagram, so durch ihr Leben. Und ich fand das richtig cool, die Idee. Und ich möchte das auf YouTube einfach noch viel, viel mehr umsetzen. Das war ja eh immer mein Traum. Genau. Hallo, ich war jetzt gerade im Fitnessstudio, habe noch ein bisschen Sport gemacht und jetzt werde ich gleich kochen und da werde ich euch mitnehmen. Es wird was Gesundes und ich werde für 2-3 Tage vorkochen. So, ich habe jetzt hier so Tofu frittiert, dann noch so Brechbohnen und Kapern mit Kokosmilch gekocht und dazu habe ich Reis gemacht. Es ist wirklich mega lecker geworden und außerdem ist es richtig gesund. Ja. Und das habe ich jetzt für ein paar Tage gemacht, damit ich auf jeden Fall genug habe. Und gerade bin ich richtig traurig, weil ich war jetzt auf Instagram und habe mir ein bisschen angeschaut, was andere Leute schon alles erreicht haben und geschafft haben und dass andere irgendwie schon Stars sind, keine Ahnung, und das Leben meiner Träume leben. Und ich irgendwie nicht, sondern ich arbeite in einem Hotel, wo ich mich oft verstellen muss und ich bin irgendwie nicht zufrieden, so wie es alles läuft. Und das hat mich irgendwie sehr traurig gemacht. Ich habe dann immer Angst, das zu verpassen, aber weil ich so dachte, es bringt halt nichts, jetzt traurig zu sein, habe ich mich jetzt entschieden, einfach mal ein bisschen Französisch zu lernen. Genau. Guten Morgen.
Also ich habe heute doch keine krasse To-Do-List gemacht, sondern bin irgendwie erst um 11.30 Uhr aufgewacht, weil ich gestern noch eine Serie auf Französisch geschaut habe. Und heute mache ich meine ganz normale Morgenroutine. Das ist auch erst ein bisschen Französisch lernen. Und dann noch meditieren und so eine Dankbarkeitsübung. Anfangen tue ich auf jeden Fall mit Französisch. Hier sind so Tracks und dann lerne ich das in so einem Buch. So der große Sprachkurs Französisch von A1 bis B2. Ich bin hier gerade an so einem richtig schönen alten Bahnhof. Gleisdreieck heißt der. Also U-Bahnhof eigentlich. Und hier hoppeln einfach so Hasen lang auf der Weide. Und hier ist voll die schöne Bar irgendwie. Und ich habe das gerade so genossen. Einfach nur, ich war viel zu früh da und dann habe ich auf die Leute gewartet und ich habe es total genossen, weil es hier einfach so traumhaft schön irgendwie ist. Oh, es ist gerade so schön, es regnet und da vorne ist ein Regenbogen. Und ich finde es einfach gerade wunderschön. Und ich genieße das Leben gerade sehr. Mitten in Berlin in einem Park habe ich das hier gefunden. So schön. Hi, ich bin jetzt auf der Heimfahrt zu meinen Eltern. Aber leider ist der Zug in Mannheim entfallen. Da war irgendwie eine Gleisstörung. Ja, und jetzt dauert es ein bisschen länger. So, meine Lieben, ich bin jetzt in der Heimat angekommen, wie man sieht. Nach einer sehr anstrengenden Fahrt. Es gab eine ewige Streckensperrung im Raum Mannheim. Das hat also alles sehr lange gedauert. Aber jetzt bin ich endlich da und habe mich ein bisschen erholt, einen Mittagsschlaf gemacht. Und damit beende ich erstmal diesen Vlog und würde sagen, bis zum nächsten Vlog.